Was ist denn das für ein Baum? Das ist eine Linde, ein richtig schöner Baum mit Stammästen und Blättern. Da haben wir wohl ungefähr die halbe Pflanze vergessen. Wie? Was meinst du? Na was wohl, wir stehen darauf. Die Wurzel. Du hast recht, ohne die Wurzel könnte der Baum nicht leben. Mit ihr nimmt er Nährstoffe und Wasser auf und die Zellen in der Wurzel kontrollieren diese Aufnahme. Durch die feinen Wurzelhärchen hinter den Wurzelspitzen entsteht eine riesige Oberfläche, sodass große Wassermengen aufgenommen werden können. Und mit unzähligen Wurzelspitzen kann die Pflanze schnell zu wasser- und nährstoffreichen Bodenbereichen wachsen. Das stimmt, aber du hast schon wieder etwas vergessen. Die Wurzel ist auch wichtig, um die Pflanze im Boden zu verankern. Die Linde würde nicht lange stehen ohne diese Verankerung. Wenn der Wind oben in die Krone fährt, schiebt und zieht es ganz ordentlich an den Wurzeln. Und wenn der Wind zu stark ist, sind Flachwurzler wie die Fichte die, die zuerst umfallen. Ja, wumm. Aber nochmal zurück zu den Aufgaben der Wurzel. Manche Pflanzen nutzen die Wurzel auch als Speicherorgan und sie dient natürlich auch als Leitsystem. Siehst du? Und deshalb sollte man nie die Wurzel vergessen, auch wenn sie im Boden verborgen ist.